Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ein riesen Bundesliga Retro Unboxing. Ich habe hier die Topps Fußball Bundesliga Sticker Serie aus dem Jahr 2009, 2010. Und in dieser Serie gab es Autogrammsticker, Leute. Richtig geil. Und ich habe hier heute 20 Stickertüten am Start, die wir heute gemeinsam öffnen werden. Ich produziere aktuell hier für die Gamescom vor, aber das wisst ihr ja, vom 22. bis zum 26., 27. Findet die Gamescom statt. Ich bin von Dienstag bis Freitag da. Für genauere Informationen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Für genauere Informationen, Leute, das war eben sehr komisch ausgesprochen, oder? Checkt natürlich Instagram aus, da werde ich zusammen mit Ben Masterful natürlich auf der Gamescom sein und ich denke mal, da werden wir auch das ein oder andere Bild raushauen. 20 Stickertütchen habe ich am Start und dann starten wir mit dem ersten. Komm, let's go. Reißen wir auf und wir starten mit der Mercedes-Benz Arena aus Stuttgart, das Stuttgarter Stadion. Da werden sie auch bald wieder spielen, also in der ersten Bundesliga. Stuttgart ist ja aufgestiegen. Und das erste Spiel, oh, zum aktuellen Zeitpunkt, wisst ihr, wie Hertha gegen Stuttgart gespielt hat? Wie die Hertha hier gegen Stuttgart gespielt hat? Und ich war ja auch sogar da, Leute. Vielleicht habt ihr den Vlog schon gesehen. Weil ich weiß ja nicht, wann dieses Video kommt. Auf jeden Fall in der Gamescom-Zeit. Ja, ich produziere es sogar vor dem ersten Bundesligaspiel sogar vor. Dieses Video hier. Deswegen weiß ich nicht, wie die Hertha gegen Stuttgart gespielt hat. Ich hoffe gewonnen. Heiko Westermann, Hans-Jürg Butt. Butt. Hans-Jürg Butt. Christoph Preuß und Daniel van Beuten. Habe ich jetzt einen Sticker zerrissen? Oh, ein Glück nicht. Und ein Glück waren das Logos hier. Trikots meine ich. Werder Bremen Trikots. Yusuf Mohamed. Dennis Aogo, Benjamin Köhler und Fabian Lustenberger. Nice. Drittes Tütchen. Drittes Tütchen haben wir den Borussia-Park aus Gladbach. Dann Alexander Martlung, Manuel Friedrich, Joris Matthijssen und das HSV-Logo. Hamburg, meine Perle. Eine wunderschöne Stadt. Nürnberg-Trikots. Oh, da habe ich einen Spieler übersprungen hier. Elgiro Elia. Nice. Daniel Branjic. Christoph Dabrowski von Bochum. Oh, das wird Lukas Siebert hier freuen. Damals war natürlich Hannover in der ersten Liga. Konstantin Rausch. Aber Lukas, ich weiß, die Hertha hatte auch schlechte Zeiten. Viertes oder fünftes schon mittlerweile? Ich zähle nie mit hier. Leverkusen-Trikots. Oh, Autogrammsticker hier von Philipp Dams. Seht ihr? Gold natürlich raufgedruckt, nicht echt raufgedruckt. Steve von Bergen. War ich nie so wirklich Fan von ihm. Eintracht Frankfurt. Logo und Manuel Salz von Freiburg. Hamburg-Trikots. Oh, damals hatten sie hier noch ein geiles Auswärtstrikot. Ich glaube, heutzutage ist das nicht pink sogar. Chris, Kakao, Per Kluge und Jan Rosenthal. Und schon wieder die Bremen-Trikots. So geht Bank heute, steht da drauf, auf den Trikots. Miroslav Klose, Leute. Bitte dafür alle mal Hashtag Klose unten in die Kommentare. Also den Spieler muss doch jeder feiern. Miroslav Klose, Miro Klose, du bist Gold wert. Nein, das war Toni Kroos. Georg Niedermeyer, Daniel Imhof und Sergio Pinto. Schon wieder die Hamburg-Trikots. Was ist denn hier los? Verhext oder was? Stuttgart-Logo mal nicht. Rafinha damals noch bei Schalke und Stefan Reinartz von Leverkusen. Oh yeah, das ist geil. Hier Leute, Mesut Özil Autogrammsticker. Natürlich raufgedruckt, die Unterschrift hier von Mesut Özil, aber also wer diesen Sticker nicht feiert, dann weiß ich auch nicht. Mesut Özil Autogrammsticker. Einfach nice. Jonathan Pitroipa, der war schneller wie alle.
schneller als alle. Wie Aubameyang quasi heutzutage. Jonathan Kipreuper, Marcel Schäfer, Michael Rensing und Pavel Krümers. So, Stuttgart-Trikots. Luca Toni, Luca Toni, Pepperoni, ja, ja, ja. Nice, Luca Toni, Leute. Luca Toni, eigentlich müsstet ihr dafür auch wieder Hashtag Toni unten in die Kommentare schreiben, aber ich spare mir das jetzt mal, Leute. Ich hoffe, dass da unten in die Kommentare schon die ganze Zeit Hashtag Klose steht. Hashtag Miro. Luca Toni, Leute, ist eigentlich, oh, der ist noch geiler gewesen, ne? Miroslav Klose, Marco Marin, Manuel Neuer hier damals noch bei den Gelsenkirchener, bei Schalke natürlich und Durica. Durica, Durica, Durica. Andreas Ivanschitz als Autogrammsticker von den Mainzern. Peter Niemeyer. Oh, von Bremen ist er dann zu Hertha. Von der Hertha dann nach Darmstadt, ne? So war es doch. Marcel Maltritz. Oh, Nari von Nürnberg, der sagt mir jetzt überhaupt nichts. Und Elson von Stuttgart. Wie viele Stickertütchen haben wir noch? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Wir sind jetzt gerade mal circa bei der Hälfte. Nürnberg-Mannschaftsfoto. Und Mannschaftsfotos gibt es natürlich auch. Jiri Steiner. Jerome Boateng, Leute. Ja, der hat mal damals beim HSV gespielt, ne? Kann man ihm gar nicht zutrauen. Kann man ihm gar nicht zutrauen. Aber wisst ihr, wo der wirklich herkommt, Leute? Aus Berlin. Aus Berlin kommt der Jerome Boateng. Marcel Mewis. 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 Khalid Boularouche. Hannover Mannschaftsfoto. Okay, jetzt freut sich der Lukas Siebert sowas von. Guck mal, Lukas, ich mach's extra für dich ganz, ganz dicht. Und versuche auch nicht zu wackeln hier. Hannover Mannschaftsfoto. Halil Altintop, Nuri Sahin, Mohamed Zidane und Andreas Ibertsberger. Oh shit, Leute, was für Gesichter man hier sieht, ne? Mladen Petric Autogrammsticker. Der erste FC Köln. Mike Franz, Raphael Schäfer und Schalke 04 Logo. Na Logo. Borussia Dortmund Trikots, auch nice. Sebastian Bönisch, Roman Weinfeller, Bastian Reinhardt und Pavel Pogrebniak. Pogrebniak. Die hatten wir heute glaube ich auch noch nicht dabei gehabt, die Mainz Trikots. Hugo Almeida, Michael Katlek, Gojko Kaccha und David Jarolim. Mit Autogramm hier. Vier Stickertütchen haben wir heute noch am Start. Und dann war es das schon wieder, Leute. Und schon wieder die Mainz-Trikots. Das gibt's ja gar nicht. Sascha Ritter, Frank Ribery. Er hat zusammen damals so gezaubert, Leute. Mit Luca Toni zusammen. Marcelo Bodon. Ich glaube, war es dieses Jahr, wo Luca Toni sogar Torjäger, also Torschützenkönig geworden ist. Einmal war er doch. Der Luca. Idrissou. DD als Autogrammsticker. Juan Arango. Oh, Arthur Wichniarek. Legende. Freiburg. Logo und Tim Borowski. Wir kommen zum vorletzten Stickertütchen. Wir kommen zum vorletzten Stickertütchen und wir starten mit den Köln-Trikots. Christian Zaccardo, Theophanes Kekas, Marco Russ und Aristide Bonxé. Mainz 05. Letztes Hütchen, Leute. So schnell kann es gehen. Und erneut die Dortmund-Trikots. Andrea Basagli. Ja, der hat mal bei Wolfsburg gespielt. Paolo Guerrero, Patrick Ebert und der Herr Milorad Pekovic von Mainz 05, Leute. Das waren jetzt 20 Stickertütchen der Fußball-Bundesliga-Sticker-Serie aus dem Jahr 2009, 2010. Und einfach mal geil, diese alten Gesichter zu sehen. Ne? Gerade Luca Toni, Miroslav Klose, Mladen Petric und so weiter und so fort. Özil bei Werder Bremen. Einfach cool. Einfach cool. Ich habe ja natürlich seit, ich würde mal jetzt so Pi mal Daumen schätzen, Fußball-Bundesliga verfolge ich seit meinem 6., 7., 8. Lebensjahr. Und von Jahr zu Jahr ist es stärker geworden, Leute. So, mein Interesse quasi.
Und sehr, sehr starkes Interesse kam denn mit der Magitek-Serie, mit der allerersten Magitek-Serie. Ja, natürlich habe ich früher auch schon gesammelt die Panini-Sticker zu den Bundesliga-Serien. Aber so wirklich mit Magitek 809 oder 78, was war das die erste? 89, ne? Das war schon heftig, Leute. Das war so eine geile Zeit damals. The good old stories. Leute, das war's heute auf jeden Fall von mir mit dem riesen Bundesliga-Retro-Unboxing von mir. Ich produziere natürlich, habe ich am Anfang schon gesagt, für die Gamescom vor. Ich weiß nicht, ob täglich was kommt, aber das wisst ihr, habt ihr schon in den anderen Videos wahrscheinlich gehört, weil ich es da auch immer gesagt habe, weil da ich halt nicht weiß, ob wirklich was täglich kommt, wie ich es schaffe hier die Videos und so weiter und so fort. Wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem ein Däumchen nach oben da. Die Vlogs zur Gamescom kommen dann nächste Woche, wenn ich halt wieder zu Hause bin. Ich nehme auch keinen Laptop oder so mit, um da die Videos vor Ort zu schneiden. Nö, mache ich nicht. Ich werde die alle dann schön chillig zu Hause schneiden, Leute. Das war's von mir. Abonniert mich. Gebt ein Däumchen nach oben. Also abonnieren könnt ihr mich übrigens kostenlos, Leute. Vollkommen kostenlos. Und somit verpasst ihr keiner meiner Videos mehr. Aktiviert die Glocke, wenn ihr vielleicht jetzt gerade dabei seid. Und so verpasst ihr wirklich keiner meiner Videos mehr. Wenn ihr die Glocke aktiviert, bekommt ihr sogar eine Handy-Benachrichtigung. Zack, Pexelite hat das Video hochgeladen. Zack, schaue ich mir an. So ist richtig, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.